Statt unter Palmen sitzt man hier in Herrenberg im Garten der Diakonie unter Bäumen. Und trotzdem kommt Urlaubsstimmung auf. Romana Bosch ist 88 Jahre alt und eigentlich topfit. Aber lange Reisen wie früher sind heute nicht mehr drin. Ich bin jedes Jahr in Urlaub gefahren. Ich war in Griechenland, war in Portugal, war überall in der Schweiz, in Italien. War überall. Ich bin gern in Urlaub gefahren, ich bin ein reiselustiger Mensch. Im Alter wird man ein bisschen begnügsamer, man freut sich, wenn man mal 8 Tage wegkommt. In Herrenberg gibt es für Leute wie Sie ein ganz besonderes Angebot. Senioren können hier in der Tagungsstätte der Diakonie ausspannen und Abwechslung genießen. Sie werden morgens her und abends wieder heimgebracht. Dazwischen gibt es ein buntes Unterhaltungsangebot. Der Zauberer war sehr, sehr schön. War zum Lachen, war also sehr gut. Die Waschweiber, die waren natürlich der Höhepunkt. Da hat man gesehen, was früher alles, wie man die Wäsche wieder sauber gekriegt hat. Also es war also auch ohne Waschmaschine gegangen. Ist also sehr schön. Das Programm entsteht zusammen mit dem Stadtseniorenrat. Dabei sind nicht nur Shows, sondern ganz vielfältige Veranstaltungen. Vorträge über die nähere Heimat im Lichtbild. Auch einen Vortrag zum Beispiel über heimische Orchideen gab es schon. Es gibt dann Bastelangebote und so einfach ja so Mitmachkreise. Und dann Sitztanz zum Beispiel wird auch gern. Und das Singen ist immer ganz wichtig. Auch ganz wichtig, die Senioren bleiben nicht nur unter sich, junge Leute sind auch dabei. Auszubildende der Stadt Herrenberg wie Michel Meisel unterstützen das Projekt und arbeiten mit. Sie genießt die Abwechslung zum Büroalltag und sammelt vor allem Erfahrungen. Einfach auch, was die Teilnehmer erzählen, das ist klar eine ganz andere Generation als wir. Und da merkt man, wie man wegen Kleinigkeiten denen eine Freude bereitet. Und das ist echt eine tolle Erfahrung. Aber so viele Menschen auf einem Haufen, kommt man da wirklich zum Erholen? Also ich finde, es ist gerade schön, dass so viele beieinander sind. Weil wenn man allein ist, ist ja ruhig genug. Dann kann man ruhig ein bisschen Umtrieb gebrauchen. Die Plätze für den Urlaub ohne Koffer sind in Herrenberg heiß begehrt. Trotzdem gibt es auch jetzt noch die Chance auf einen Wartelistenplatz. Romana Bosch jedenfalls ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Hier in Herrenberg, ganz ohne Koffer.